Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video, zu einem FAQ. Kurz zum Gameplay, ist ein Gameplay gegen Killerfish, eines der besten europäischen Teams. Torres und so hat er damals auch bei Fab Games zum Beispiel gezockt. Und ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und am Schluss kommt noch ein Gameplay gegen das beste französische Team. Leider hat das erste nicht gereicht von der Zeit, weil ich zu lange gelabert habe. Und ja, dann legen wir los. So, die erste Frage kommt von Garfur Sika und er will wissen: Hey Quickie, mit wie vielen Jahren hast du angefangen COD zu spielen? Ja, ich habe mit 15, glaube ich, war das, angefangen COD zu spielen. Das war damals bei der COD 4 Beta, bin ich rübergekommen von Rainbow Six. Rainbow Six war ja mein erstes Game, das ich competitive gezockt habe, und dann rüber zu COD 4. Und ja, da war ich 15, schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Dann gehen wir zur zweiten Frage von Santos Trafficante. Er will wissen, von wo aus der Schweiz komme ich? Ich komme aus dem schönen Luzern. Und ich finde es übelst geil, dass mich so viele Leute danach fragen. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Schweizer überhaupt irgendwie Call of Duty gucken. Also auf jeden Fall, Grüße gehen raus an alle Schweizer Schwitzer auf jeden Fall. So, die nächste Frage kommt von Marlon Depper. Er will wissen, geht ihr oft Essen holen, bestellen oder kocht ihr selbst? Wir kochen natürlich selber, wir haben das schön aufgeteilt, einer schneidet das Gemüse, der andere macht die Nudeln und wir machen alles schön frisch und auf jeden Fall richtig gehobene Küche haben wir am Start. Natürlich nicht, Jungs, Alter, wir essen nur Tiefkühlpizza und nochmal Tiefkühlpizza. Die nächste Frage kommt von Dominik Kirnbauer. Er will wissen, wie hast du Kiwi, Gunelite und Barca kennengelernt? Ja, Kiwi und Massi habe ich damals bei Black Ops 2 kennengelernt, am Anfang vom Game. Ich bin ja von MW3, ich war ja bei MW3 im besten Team. Ich bin dann rübergekommen zu Black Ops 2 und wir haben einfach unser Ding weiter durchgezogen und plötzlich waren da so neue Deutsche, die plötzlich irgendwelche Turniere und so gewonnen haben, die plötzlich übelst gut waren, weil Kiwi und Massi sind damals von der PS3 gekommen. Und ja, auf jeden Fall waren richtig krasse Teams, die übelst so auf einer Ebene gezockt haben. Und ja, dann irgendwann mal konnte deren Spieler nicht mit auf LA und ich bin dann sozusagen als Pickup, als Ersatzspieler mitgegangen. Und ja, und dann haben wir uns einfach gedacht, so, weil ich war damals schon der Beste von meinem Team, sag ich mal, und die beiden waren auch die Besten von ihrem Team. Und da haben wir gedacht, so, ja, wir wollen einfach das beste deutsche Team so bilden. Und ja, und so sind wir halt zusammengekommen. Und wir verstehen uns auch menschlich super. Und ja, und seitdem her spielen wir eigentlich immer, fast immer zusammen. Ja, und Barca habe ich erst seit kurzem kennengelernt, also erst seit Black Ops 3 Release. Ich glaube, ich habe nicht mal... Ich weiß nicht, ob ich bei der Beta mit ihm gezockt habe. Ich glaube nicht. Ich habe erst seit Black Ops 3 kenne ich ihn wirklich. Also ich habe vorher noch nie mit ihm geredet und so. Kiwi und Massi meinten halt zu mir, hey, der Typ geht ab so, der hat übles Potenzial in Competitive und so. Ich habe denen natürlich geglaubt, weil die wissen natürlich genauso viel wie ich über Competitive. Und wenn die sagen, ja, der geht ab, dann geht er ab. Und ja, und Anfang Black Ops 2 habe ich ihn dann kennengelernt. Haben wir zusammen gescrimpt und ja. Kommen wir zur nächsten Frage von Dominik Bitter. Er will wissen, auf welcher Sichtempfindlichkeit spielst du und spielst du mit oder ohne Vibration? Ja, die Frage wird mir auf jeden Fall ziemlich häufig gestellt. Ich spiele auf 5 horizontal und auf 5 vertikal und ich spiele ohne Vibration. Also ich kenne fast keinen Pro-Gamer, der mit Vibration spielt. Ich glaube, also ich finde einfach, es stört einfach. Ich habe auch in meinem Controller gar keine Vibrationsdinger drin, damit mein Controller leichter ist. So, dann die nächste Frage kommt von Trey Uchiha. Er will wissen, welches COD fandest du am besten, welches hast du am meisten gesuchtet? Ja, also am meisten gesuchtet habe ich auf jeden Fall COD 4. Ich habe das 2 Jahre lang gezockt und unnormal gesuchtet, auch Public und so. Und ja, also das waren noch so GB-Zeiten, da hatten wir, keine Ahnung, ein Rekord von 151 zu 1 und so, und das war auf jeden Fall ein richtiger Grinder.
da, also COD 4 habe ich auf jeden Fall am meisten gesuchtet. Dann welches COD fandest du am besten? Also rein von Competitive her fand ich Black Ops 2 am besten, weil da hat das auch alles so richtig angefangen, big zu werden, vor allem bei den Amerikanern und so, und auch die Maps und Hardpoint und so, und keine Ahnung, das Spiel war einfach, Black Ops 2 ist für mich das geilste COD, was so Competitive angeht, was so Waffen angeht auch, und ja, und auf jeden Fall COD 4 habe ich am meisten gesucht, und COD 4 war auch das Game, was mir Public am meisten Spaß gemacht hat. Da gab es nicht so OP Killstreaks und was weiß ich, also da gab es einfach eine Hellstorm, ein Heli und ein UAV und das war's. Und keine Ahnung, und dieses Schlichte und so, das mag ich einfach. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage von Blacktime. Würdest du eine Gurke in den Arschloch stecken? Alles klar, Digga. Ja, geh mal lieber schnell zur nächsten Frage von Ellie 1402. Sie oder er will wissen, wie ist es mit seinem Team in einer WG zu wohnen? Habt ihr ab und zu Streit oder versteht ihr euch alle gut? Also Streit oder so hatten wir noch gar nicht. Also ich hatte noch keinen Streit mit irgendjemand, die anderen untereinander hatten keinen Streit. Wir verstehen uns eigentlich alle super. Keine Ahnung, wir sind alles voll gechillte Dudes. Und keine Ahnung, es gab auch nie irgendeinen Grund irgendwie zu streiten oder so. Keine Ahnung, wir respektieren uns untereinander und ja. Und wie ist es so, mit einem Team in einer WG zu wohnen? Ist natürlich, keine Ahnung, das kann sich jeder vorstellen, ist natürlich hammergeil, wenn du mit deinen Kumpels in einer WG wohnst und wenn ihr alle noch das gleiche Hobby habt und die gleichen Interessen habt, immer Gesprächsthemen und ja, ist auf jeden Fall hammergeil, hammerwitzig und ich genieße die Zeit auf jeden Fall. Bockt richtig. Kommen wir zur nächsten Frage, die hat auch einige Likes. Von Jan Bode, welches war das beste Team oder der beste Spieler, gegen den du bzw. ihr je gespielt habt? Also von mir persönlich, der mir am krassesten aufgefallen ist, gegen den ich gespielt habe, ist Tipi. Tipi bei Black Ops 2. Wir haben gegen die gezockt und wirklich, also der hat eine Ein-Mann-Show hingelegt, das war nicht mehr feierlich. Der hat bei CTF, also er ist nicht aufgefallen wegen seinem Gunskill, sondern wie smart er einfach gespielt hat. So, er hat richtig smart gespielt und wirklich, TP ist ein richtig krasser Spieler. Ja, und dann das beste Team, würde ich sagen, Complexity, damals mit Crimsix und so. Wir haben die zwei in Hardpoint übelst krass dominiert. Also wir haben sie richtig geraped damals, Crimsix und so. Aber dann bei S&D und so, man hat einfach gemerkt, so, die machen halt null Fehler. Die haben halt null Fehler gemacht und ja. Und das war auf jeden Fall so das beste Team, gegen das ich bis jetzt gezockt habe, war Complexity. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt, weil die Antwort darauf wird euer Leben positiv verändern. Die ist wirklich wichtig für euren weiteren Verlauf, für euer Leben, alles. Weil das ist wirklich die Frage aller Fragen. Und ich bin wirklich froh, dass sie jemand gestellt hat, weil das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und die Frage kommt von Marcel Madeja und er will wissen, warum ist eine Banane krumm? Leider kann ich diese Frage nicht beantworten, aber ich würde auch mal sagen, wir fragen jemanden, der es auf jeden Fall wissen muss, die allwissende Siri. Warum ist die Banane krumm? Albert Einstein krümmt in großem Maßen den Raum, oder ist das alles Banane? Alles klar! Ich frage nochmal. Warum ist die Banane krumm? Das ist mir Banane. Alter, was ist das? Ist mir Banane, ey! Warum ist die Banane krumm? Vielleicht krümmen sich die Bananenfrüchte nach oben, also dem Licht entgegen. Ah, so, dann kommen wir zur letzten Frage von Debate2. Ich hoffe, ich habe deinen Namen auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Wir wissen, wer ist dein Vorbild im Competitive-Bereich? Also mein Vorbild im Competitive-Bereich ist von der Leistung her Crimsix. Ich will auch mal so viele Turniere wie er gewinnen und er ist einfach ein richtig krasser Spieler. Vom Spielerischen her jedoch
bin ich ein absoluter Karma-Fan. Ich finde einfach, er ist übertrieben, ein smarter Spieler und sein Movement und so ist übelst krass. Und ja, auf jeden Fall Karma und Crimstix, das sind so meine Vorbilder im Competitive-Bereich. Ja Leute, das war's dann auch schon mit meinem FAQ. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und das nächste Video wird ein Tipps und Tricks Video, das kann ich euch schon mal verraten. Oh, da werde ich auf jeden Fall was Cooles zeigen. Und ja, das war's dann von mir. Haut rein, euer Quickie. Slow, so we can soak it in. Cause when I reach that door, I know we'll be opening. Then we going in, confidence my only friend. If you think I'm rushing, then you really just don't know me.